Hallo liebe WWE-Fans und herzlich willkommen zu Raw 2 für die Xbox. World Champion Triple H steigt soeben aus seiner Limousine und macht sich auf den Weg in die Halle. Bestimmt ist er schon genauso gespannt wie wir auf die Matches, die uns heute erwarten. Hey Triple H, erinnerst du dich noch an dieses mittelmäßige Wrestling-Spiel von letztem Jahr? WWE Raw? Davon ist jetzt der Nachfolger erschienen, soll viel besser sein. Ja, davon habe ich gehört. Haben wir's da? Du Penne, hast dir das Spiel unter den Nagel gerissen. Gib's zu. Na los, rede. Ja, okay. Ich geb's ja zu. Ich hab's mir geschnappt. Du kannst es haben. Bloß schlag mich nicht. Siehst du? Warum nicht gleich so? Tja, liebe GamePro-Leser, da sieht man's mal wieder. Bodybuilding macht nur Blasen im Kopf und runde Knie. Ansonsten hätten Triple H und Co. wahrscheinlich gemerkt, dass Raw 2 eigentlich ein recht durchwachsenes Spielchen ist, um das man sich nicht wirklich prügeln muss. Auf den ersten Blick mag man sich als Wrestling-Fan zwar von der hübschen Optik und dem hohen Wiedererkennungswert der Superstars blenden lassen, doch ist das Kampfgeschehen erstmal in vollem Gange, folgt auch gleich die Ernüchterung. Die Kämpfe laufen nämlich viel zu träge ab und die Animationen der Wrestler erwecken den Eindruck, als hätten die Athleten einen Stock im Allerwertesten. Durch die fehlende Dynamik kommen weder Wrestling-Atmosphäre noch Spielspaß richtig in Fahrt. Abgesehen von diesen Kritikpunkten ist das Kampfsystem allerdings recht gut gelungen. Selbst wer sich noch nie an einem Wrestling-Spiel versucht hat, findet sich relativ schnell zurecht. Auch an den vielfältigen Match-Varianten gibt's eigentlich nichts auszusetzen. Von Hardcore- und Cage-Matches über Hell in a Cell bis hin zu Street-Fights und Royal Rumble ist alles dabei. Lediglich auf die Darstellung von Blut und damit auch die First-Blood-Matches müssen Xbox-Besitzer verzichten. Auch ein komplexes Verletzungssystem mit Beeinträchtigung der verschiedenen Körperteile, wie bei WrestleMania 19 für den GameCube oder dem kommenden SmackDown für die PlayStation 2, sucht ihr bei Raw vergebens. Unser Fazit? Auf GameCube und PlayStation 2 wrestelt ihr eindeutig besser. Habt ihr nur eine Xbox zu Hause rumstehen, ist Raw 2 trotzdem sicherlich keine schlechte Wahl. Besser als der mittelprächtige Vorgänger und das grausige Legends of Wrestling ist es nämlich auf jeden Fall.